Mein Thema war schon immer, das eigene Unternehmen zu organisieren, mich selbst überflüssig zu machen. Ich möchte gerne in Urlaub fahren können und auch tatsächlich Urlaub haben und nicht ständig und selbst und ständig sein, wie man das von vielen Unternehmern sagt. Abgesehen davon bringt eine gute Organisation zufriedenere Mitarbeiter, wenn sie Verantwortung übertragen, dann wertet das den Mitarbeiter auf und dann können sie auch insgesamt bessere Ergebnisse einfach erwarten. Also das Thema Organisation hat mich schon immer beschäftigt und irgendwann, wenn Sie die Papierlösung entwickelt haben und eingeführt haben, suchen Sie dann einfachere Wege und so sind wir schon seit Mitte der Nullerjahre dabei, unser Unternehmen zu digitalisieren. Und haben alle ihr Wege da auf dem Weg auch mitgenommen, haben also wirklich auch gescheiterte Versuche hinter uns gebracht, wo die Technik einfach noch nicht so weit war. Wir haben im Wesentlichen zwei Geschäftsbereiche. Das eine Bereich ist der Kundendienst. Kundendienst heißt bei uns Termin beim ersten Kontakt. Kundendienst heißt die Reparatur eines tropfenden Wasserhahns, genauso wie die Heizungswartung, die Störungsbeseitigung von Anlagen. Das sind überwiegend Anfragen, die aus dem täglichen Bedarf des Kunden herauskommen und wenig Vorlauf haben. Der zweite Bereich ist der Projektbereich. Hier schreiben wir Angebote, holen die Aufträge und machen dann eben eine neue Heizungsanlage in den Keller des Kunden oder eine Komplettbadsanierung. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches, aber diese klare Trennung braucht es schon und jeder Bereich hat eben seine eigene individuelle Lösung. Im Projektbereich arbeiten wir beispielsweise mit der digitalen Bauakte von Craftnode, wo wir alle Informationen zwischen Büro und Techniker draußen eben digital und online austauschen. Das geht von der Auftragserteilung, das geht schon quasi mit der Anfrage des Kunden los. Die komplette Vorhaltung auch oder Nachhaltung von Angeboten findet alles komplett digital über diese Plattform statt, bis zur Schlussrechnung, sodass jeder jederzeit sehen kann, wie ist der Stand des Projektes. Alle Mitarbeiter haben ihren eigenen Zugang zu dieser Plattform. Das ist die erste Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung ist, dass Sie natürlich die Projekttechniker mit der entsprechenden Technik ausstatten. Alle Projektteams haben bei uns ein iPad und können so auf die digitale Bauakte eben auch in einem vernünftigen, in einem großen Format zugreifen und sich dort alle Informationen holen. Aber selbst die Auszubildenden haben auf ihren privaten Smartphones den Zugang zu diesen Systemen. Denn Sie können zum Beispiel auch am Wochenende sehen, was Sie nächste Woche erwartet, was zu tun ist. Wir beginnen ein neues Projekt. Und dann findet im ersten Step die Besprechung des Projektes natürlich zwischen dem Berater, dem Verkäufer, dem Projektleiter im Büro und dem Projekttechniker auf der Baustelle statt. Es findet dann ein klassisches Übergabegespräch statt und dann werden die ganzen einzelnen Details natürlich durchgesprochen. Dazu nutzen wir einen großen Monitor, wo wir die Inhalte dann für alle auf einem großen Bildschirm darstellen. So, er hat aber eben über sein iPad, über sein Smartphone immer die Möglichkeit, auch jederzeit darauf zuzugreifen. Und dann kann er sich dort alle Informationen holen, die er benötigt, ob das der hydraulische Anschlussplan ist, ob das die Badplanung ist mit den Ansichten, ob das das ursprüngliche Angebot ist. Der Kunde hat Unterlagen, die der Techniker üblicherweise auf der Baustelle nicht hat. Das darf nicht sein. Unser Techniker verfügt über die gleichen Unterlagen, die auch der Kunde hat. Und Bauzeichnungen, all diese Sachen sammeln wir dort an einem zentralen Ort. Auch an diesem Ort führen wir auch die Kommunikation. Bei größeren Projekten binden wir unsere Kunden sogar in das Projekt mit ein und vermeiden so das Schreiben von E-Mails, denn wir führen die Kommunikation mit dem Kunden in der App, in der Anwendung und haben so tatsächlich immer eine projektbasierte Kommunikation, eine kontextbezogene Kommunikation, sodass eben alles viel, viel schneller geht. Meine Mitarbeiter wissen sofort, wenn es eine Änderung gibt, darüber Bescheid, denn Sie können sie direkt nachvollziehen. Eine
digitale Zeiterfassung mit Fahrzeugortung. Jeder Mitarbeiter hat einen eigenen Chip. Und über die Fahrzeugortung erkennt das Programm die Anwendung, wo sich der Techniker gerade befindet. Und es findet so eine automatische Zubuchung der Zeiten auf das Projekt statt. Ja, das funktioniert sehr automatisch und sehr komfortabel, im Grunde nur durch das Anhalten eines Chips. Der Nutzen für meine Techniker ist an einem ganz einfachen Beispiel erklärt. Jeder Unternehmer kennt das. Er liegt am Sonntag auf der Couch, bereitet sich auf den Tatort vor und schaut noch mal schnell in seinen Kalender, in sein Handy rein, was bringt denn die nächste Woche? Dieses Gefühl, am Wochenende mal die nächste Woche vorbereiten zu können, vorplanen zu können, ist etwas, was wir sehr, sehr gerne nutzen, weil wenn wir die Gelegenheit dazu haben, dann fangen die Einzelmenschen schon im Kopf an zu arbeiten und dann kann ich mich auf eine Woche einstellen, vorbereiten. Ich gehe mit einem besseren Gefühl morgens ins Büro. Und das ist etwas, was unsere Techniker auch wollen. Die wollen auch nicht unvorbereitet am Montagmorgen da stehen und dann erfahren müssen, dass sie heute eine Aufgabe haben, mit der sie überhaupt nicht gerechnet haben, für die sie vielleicht auch gar nicht vorbereitet sind. Das ist das, was dann am Montagmorgen gleich zum ersten langen Gesicht führt. Und das darf meines Erachtens nicht sein. Man muss die Mitarbeiter abholen, da wo sie sind. Mitarbeiter wollen Informationen haben und durch diese Möglichkeiten haben Mitarbeiter eben schon am Freitagnachmittag vielleicht schon die Möglichkeit, sich auf die nächste Woche vorzubereiten. Das ist ein ganz großer Nutzen, der sehr, sehr geschätzt wird von meinen Mitarbeitern. Meine Erfahrung zeigt mir, die im Vergleich sehr, sehr geringen Kosten haben sich wirklich nach ganz, ganz kurzer Zeit schon wieder amortisiert. Und der Nutzen, der durch diese Möglichkeiten entsteht, der ist so groß, dass wir das heute nicht mehr missen möchten. Ich glaube, es gibt keine Alternative zur Digitalisierung. Wer sein Handwerksunternehmen heute zukunftsfähig, zukunftsgerichtet ausrichten will, der kommt kurzfristig, nicht mittelfristig, sondern kurzfristig an der Digitalisierung eigentlich nicht mehr vorbei. Ob das beim Online-Bestellwesen ist, ob das bei der Zeiterfassung, die früher oder später ja gesetzlich sogar vorgeschrieben ist, ob das bei den ganzen Prozessen im Unternehmen ist, die immer höheren und größeren Ansprüche und Anforderungen auch unserer Kunden machen das aus meiner Sicht unausweichlich. Und abgesehen davon wollen innovative, begeisterte Techniker, das sind die Techniker, die wir suchen, die gerne in dem Handwerk arbeiten, die wollen heute auch gar nicht mehr anders arbeiten. Ich glaube, es sprechen so viele Gründe dafür. Es nicht zu tun, ist aus meiner Sicht ein großes unternehmerisches Versäumnis.